Es kommt jetzt ganz was Tolles. Der Konrad mit Pfiff. Dankeschön. Guten Abend! Sag, kannst du nicht grüßen? Sag doch zu den Leuten guten Tag! Du sagst jetzt guten Tag! Ich glaube ich nicht. Das ist doch ganz einfach. Was ist los? Hast du was im Hals? Ja, deine Hals. Du sollst endlich die Gäste begrüßen. Und was sagst du jetzt? Gute Nacht. So, jetzt können wir wieder gehen. Das ist genug, Konrad. Du sollst dich endlich bei den Gästen vorstellen. Okay, ich mach's. Ja, und weiter? Ich heiße Konrad Anton von Gänsehaut. Konrad Anton? Von Gänsehaut. Ja, und weiter? Ich bin ein Vogel. Das sieht ein jeder. Was bist du für ein Vogel? Ich mag gern mit anderen Vögeln singen. Singen. Die Leute wollen wissen, was du für eine Vogelrasse bist. Ah, ich bin ein Strassel. Ein Strauß? Nein, ein Strassel. Deine Mama? Ein Strauß. Dein Papa? Eine Strassel. Also bin ich ein Strassel. Du hast jemand vergessen zu grüßen. Wen denn? Die Damenrunde der Faschingsgilde. Weißt du, wer das ist? Ja, das ist die Dorfmafia. Eigentlich kommen wir da rum ein bisschen blöd vor. Das glaube ich dir. Du stehst da vor 300 Leuten und redest mit einer Puppe. Ja. Wir machen ein Spiel. Das ist kindisch. Das ist nicht kindisch. Das Publikum spielt auch mit. Ich teile das Publikum in zwei Hälften. Diese Hälfte von da bis da ist meine. Von da bis da ist meine Hälfte. Und von da bis da ist deine Hälfte. Meine Hälfte sagt dann guten Tag. Und deine Hälfte sagt dann, ihr sagt nichts. Also, ich zähle jetzt bis drei. Gib mich so an. Eins, zwei, drei. Guten Tag, guten Tag. Ihr sagt nichts. Konrad, das, was wir hier machen, ist Showbusiness. Nein, großer Mist ist das. Das ist doch wahr. Schau, schau. Der Frieselerwin ist auch da unten. Hat er nichts zu tun?
Konrad! Na, das kenn ich doch. Immer dort, wo es was zu essen und zu trinken gibt. Gibt's nicht. Gibt's nichts zu trinken? Konrad! Ist doch wahr. Willst du Nüsse? Nein, danke. Ich hab schon gegessen. Aber Nüsse wären gut für dein Hirn. Konrad! Wollt ihr Nüsse? Siehst du? Haben die alle da unten nichts zu tun? Konrad, die Gäste amüsieren sich hier. Ich aber nicht. Großer Mist ist das. Und eine Hitze hier. Ist doch wahr. Wie heißt denn die Süße da drüben? Warte bitte, das ist. Die Iris aus Hainburg. Ein heißer Feger. Hallo, Iris. Der schöne Konrad hat Nüsse. Willst du welche? Wo läuft denn die jetzt hin? Wer? Hat die den Eintritt nicht bezahlt? Ich weiß. Sie schleicht sich schon die ganze Zeit da herum. Ich weiß. Wie die vielleicht Nüsse? Konrad. Jetzt reicht mit deinen Nüssen. Was hätte es bei dir aufgepasst? Sicher passt er auf. Nein, da unten passt einer nicht auf. Oh ja. Siehst du denn da unten? Dieser, wie heißt der da noch? Der Manfred Strecker, der passt nicht auf. Sicher passt er auf. Ist der verheiratet? Ja. Hat er Kinder? Was ich weiß, zwei Stück. Das sage ich ja, der passt nicht auf. Konrad! Ludwig, ganz aktuell ist ja momentan diese komische Krankheit, dieses DSL. Momentan ist eine ganz andere Krankheit akut. Nein, weißt du, was ich mir wünsche? Was denn? Dass ein Bulle BSG bekommt. Warum soll ein Bulle BSG bekommen? Na, dann wird die ganze Herde geschlachtet. Konrad! Kennst du den kleinsten Tiertransporter der Welt? Das ist gleich. Das ist ein Polizeiauto. Warum ein Polizeiauto? Na, vorne sitzen zwei Bullen und hinten eine arme Sau. Du. Wer ist denn das da hinten? Das ist die Kellnerin. Hey du, lauf mal etwas schneller. Warum soll sie schneller laufen? Na, das hier ist eine Faschingssitzung und keine Krötenwanderung. Siehst du das Fräulein da unten? Welche? Na, das da unten, das ist das Fräulein Monteo. Ich dachte immer, Monteo wäre ein Auto von Ford. Na, die hat auch zwei Airbags. Hey, die trägt ja gar keinen BH. Na, die ist aber raffiniert. Warum ist die raffiniert? Na,
so zieht sie die Falten aus ihrem Gesicht. Konrad. Was mache ich mit dir? Hast du nur eine Hand? Nein, Konrad, ich habe genauso wie jeder andere normale Mensch auch zwei Hände. Und wo ist dann die andere? Guck mal, schau, eine Hand habe ich hier. Und die andere, na du weißt schon, wo sie ist. Nein, keine Ahnung. Na dann überleg mal. Ja, genau da ist sie. Nimm sie sofort raus. Ich glaube, wir machen jetzt besser Schluss. Also, es verabschieden sich von diesem tollen Publikum der Konrad und sein Bauchredner Pfiff. Gestern war er aber noch Maler. Woher willst du das wissen? Dein Künstler ist da schon ranzig. Ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz toll. Der Vogel ist eigentlich der Bischof Stefan. Ole! Ole, einen Applaus für ihn, der Totenbart. Und der Vogelführer, der Reichenbeck-Volker, na, das ist er, der ist ganz einfach. Natürlich und wieder die Choreografie, wer hat sie wieder gemacht? Ich kann nicht sagen, der Vogel, ich kann direkt das auch, aber der Bischof Stefan. Super, ein Kompliment, einen Applaus, Dankeschön.